Und hiermit melde ich mich zurück, Leute, und zwar zu einem neuen Quest hier bei Half-Minute Hero, und zwar Quest 4. Ihr seht, ich habe es aus Versehen schon gemacht. Nein, es ist nicht aus Versehen passiert. Nein, natürlich ist die Aufnahme abgekackt. Was auch sonst. Was sollen sie auch sonst kapieren? Ja, kapieren, keine Ahnung. Deswegen müssen wir auch unsere Ausrüstung mal wieder ändern. Wir haben den Flickenhut, also den Lederhut. Wir benutzen wieder das Bronzeschwert, wir benutzen den Söldnerschild und das war's so. Und dann gehen wir auch gleich rein. Wir machen den Spiellog aus. Und ich habe wieder die Maus gewählt. Egal, so. Jetzt ist sie wieder weg. Ihr könnt jetzt überspringen. Ich bin die Insektenkönigin und dem zufolge ein Bösewicht. Ihr Menschen macht euch immer lustig über uns Insekten. Dafür werde ich eure Welt in Schutt und Asche legen. Das habt ihr davon. Bzz, haha, bzz. Schön. Fixel, der Bösewicht beginnt die Zerstörungsmagie zu wirken. Der Bösewicht nennt sich die Insektenkönigin und ist in der Lage, fiese Insekten zu kontrollieren. Durch die Höhle gelangt man schnell zur Burg des Bösewichts. Ist quasi eine Abkürzung. Du kannst aber auch die Küste entlang gehen und die Brücke überqueren. Ach ja, noch ein wertvoller Tipp nur für dich. Es gibt da jemanden, der hat was ganz Tolles gefunden. Eine echt wirksame Waffe gegen Insekten. Ich bin mir sicher, wenn du diese Waffe findest, wird das für dich der reinste Spaziergang. Viel Glück, Pixel. So, da sind wir wieder. Wir werden gleich hier voll langsam sein. Oh, was sagst du denn? Der Holzfäller am Zelt ganz im Westen hat ein Item, das Insekten im Nu platt macht. Dann haben wir hier den Lederhut. Und hier haben wir ein Pferd. Mit einem Pferd kannst du schneller voran. So. Dann heißt wir leveln erstmal hier. Wir sind, wie gesagt, sehr schwer durch meine ganze Rüstung. Und deswegen werden wir nicht so zurückgeschlagen und können schneller andere angreifen. So, jetzt werden wir auch das Pferd kaufen. Und den Helm. Also wie ihr seht, habe ich jetzt ein Pferd und viel schneller unterwegs. Ich brauche mindestens ganz viel Geld. So. Jetzt können wir langsam rein. So. Haben beten wir. Essen wir. Kraut kaufen. Holzschild. Damit haben wir alles. Jetzt gehen wir hier unten lang. Ist egal, ob da dumme Sachen kommen. Der hat ja gesagt, in der komischen Hütte da unten im Wald. Gehen wir mal rein. Was sagst du denn? Insektenfreund, genau. Deswegen hat er auch eine Fliegenklatsche erfunden. Diese Fliegenklatsche macht jedes Insekt genug Platz, selbst wenn es sich dabei um ein Bösewicht handelt. Aber sie hilft ausschließlich gegen Insekten. Pass also auf, gegen wen du kämpfst. Und wir haben die Fliegenklatsche erhalten. Wir sehen wirklich schön aus. Und jetzt können wir... ja, alle Insekten total umhauen, auch wenn der Hase irgendwie kein Insekt ist. Oder was auch immer es da ist, eine Grille oder so. Das ist ja eine Fliegenklatsche, sieh an. Wir haben hier einen Insektenhase, er macht ihn fertig. Dam, dam, bumm. Ein Insekt als böse. Ich muss wohl einen an der Klatsche gehabt haben. Ja, ja. Das ist natürlich super, wenn du einen an der Klatsche hast. Quest geschafft. Und damit wird jetzt hier erstmal wieder total epische Mucke kommen. Und hier, werter Reisender. Ich hab was für dich. Danke, dass du diesen ekligen Bösewicht hintergrunden hast. Endlich sind da diese krabbelfieher Geschichte. Hier ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Mach's gut. Och, wir kriegen den Knüppel aus dem Sack. Hat nicht auch schon, aber ich weiß nicht, ob ich ihn ausgerutscht hatte. Naja, um ganz ehrlich zu sein, ich kann den Sekten auch nicht ausstehen. Wie auch immer, das war gute Arbeit. Gut gemacht, Fixel. Wer dieses Geschmeiß nicht darin hinter zu zaubern, hat wohl aber auch einen an der Klatsche. Was? Okay, der war schlecht. Ich geb's zu. Wie dem auch sei. Weiter, weiter, immer weiter. Auf die Leiter. Natürlich. So, dann machen wir das ganze Kapitel nochmal. Und zwar, wir müssen noch durch die Höhle. Ohne die Fliegenklatsche zu holen. Wir haben nämlich jetzt keinen einzigen Erfolg erhalten, sondern nur wahrer Held. Was auch nicht gut ist. Wir kriegen wunderbarer Held, glaube ich, wenn wir den zweiten Weg gehen, den ich jetzt gehen werde. Und zwar durch die Höhle, ist ja klar. Sendedaten an Bestenliste. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin alleine auf meiner eigenen Bestenliste. Nee, weil, Fern hat keinen Bock, sich anzumelden. Und deswegen. Fixer hat erneut die Welt gerettet. Mit seiner Karawane setzt er seine Reise in neue Lande fort. Welche Besuch wird Fixer als nächstes erwarten? Nächstes Mal bei Held 30, Wächterin des Waldes. Und die anderen werden alle, spielen alle nicht so PC. Fern eigentlich auch nicht. Aber egal. So, Göttin der Zeit. Cool gemacht, immer weiter so. Gewusst wie, wenn du die Fliegenklatsche hast, machst du jedes Insektenmonster platt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich liebe den Wald, ich finde einen guten Grund, ihn zu beschützen. Gibt eine Menge Pollen im Wald, habe ich gehört. Für Leute mit Heuschnäppen nicht gerade angenehm. Gut, dann können wir ja gleich wieder da rein und ausrüsten gucken. Fliegenkleidung bleibt. Wir gehen hier hin. Was hat der Knüppel eigentlich? Plus 3, 1 und minus 20. Die hat natürlich 0 und, ja, toll, nehmen wir lieber das Schwert und den Söldnerschild. Der Hut ist egal, den können wir auch einfach ablegen. Und dann gehen wir gleich mal. Spiellog aus, Start. Und damit schaffen wir das Kapitel nochmal. Wir überspringen jetzt alles.
Weil wir schon wissen, wie die Story ist. Jetzt machen wir dasselbe wie gerade eben. Wir leveln erstmal. Und jetzt kaufen wir uns erstmal das Pferd. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem Pferd kriegt man schon schnell an Gegner. So, und levelt auch irgendwie schneller. Ja, sieht für mich wirklich so aus. So, jetzt komme ich da rein und kaufe mir den Lederhut. Und es leckt. Leck. Ah, jetzt hat er sich gefangen. Wir kaufen uns natürlich noch den Schild. Setzen die Zeit zurück. Und essen Brot. Da wir schon wild sind. Ah, ich möchte die dumme Höhle. So, schön. Ach, wir haben vergessen, das Kraut zu kaufen. Egal. Schaffen wir auch so. Wen haben wir denn da? Ha! Wenn du glaubst, du hast es ohne die Fliegenklatsche eine Chance gegen mich, täuschst du dich aber. Und damit haben wir sie schon besiegt. Das gibt's doch nicht. Wie konntest du mich nur schlagen? Und das sogar ohne die Fliegenklatsche. Ja, das war jetzt auch nicht so schwer. Und mehr habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Das war jetzt eigentlich, glaube ich, das alles, was ich jetzt bisher gemacht habe hier. In den 8 Minuten oder was es waren. Wertereisender. Danke, dass du diesen Bösewicht niedergerungen hast. Endlich ist dieses Kryptzeug, Geschichte oder Krabzeug, Kropzeug, keine Ahnung. Hier ein kleines Geschenk meiner Dankbarkeit. Ein Geschenk meiner Dankbarkeit ist immer toll. Macht's gut. Und jetzt rührte mein PC wieder und wir halten wieder die Knüppel. Knüppel aus dem Sack, wie immer. So, und jetzt haben wir unser Pferd immer noch mit dem Po nach vorne, also zu uns. Na ja, um ganz ehrlich zu sein, ich kann den Sekten auch nicht ausstehen, das hatten wir auch schon. Und weiter, weiter, immer weiter. Wir können das einfach überspringen und hier alles weg. Und da seht ihr es, wir haben wunderbare Held erreicht und Höhlenfan und Insektenfan. Also, ihr wisst, Ventilator, Englisch und so. Klar. Und, ja, dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Kapitel. Und das Kapitel ist Kapitel 5 oder so. Oder Quest 5 oder so. Oder schön. Das wird schön. Das wird richtig gut hier. Und, was ich noch sagen möchte, dieses ist ja jetzt sozusagen das Hauptprojekt. Und zwar, das wird jeden Tag kommen. Jeden Tag. Aber so 15 Minuten, immer so 15 bis 20 Minuten maximal. Also so wie Civilization bloß halt jeden Tag. Weil ich dieses Spiel sehr interessant finde. Und Civilization halt immer sehr lange zum Rendern braucht. Und dieses Spiel irgendwie nicht, komischerweise. Aber okay, auch wenn es beide HD sind. Fix hat erneut die Welt gerettet mit seiner Krabbe. Setzt er die Reise fort. Und dann haben wir auch schon alles. Und wir können rein wieder aus dem Bild. Und damit können wir die nächste Quest machen. Wir rüsten uns vorher nochmal aus. Flickenkleidung ist noch okay. Der Knüppel. Okay, wir nehmen den Knüppel. Auch wenn wir dadurch geringer Holzschild. Ist plus 1 und... Ja, dann sind wir wenigstens mal schneller. Und der Lederhut macht gar nichts. Sieht einfach nur geil aus. Und Lederschuhe haben wir nichts anderes. Also gehen wir jetzt da rein. Was gibt's? Waldschützer und Hungerkur. Wächterin des Waldes. Start. Oh nein, Hero 30. Kapitel 5. Yeah. Lass ich einfach einmal drin. Eigentlich wollte ich im nächsten Part... Stimmt, eigentlich wollte ich in Part 2 den Neo-Klimax-Modus zeigen. Kann ich später zeigen. Scheinen. Ich brenne. Diese Schönungsmagie ist gesprochen. Also brennen, lauter und fange gucken. Ich bin der Feuerböse wie Yoga. Ich werde diese Wald niederbrennen. Und mit ihm die ganze Welt. Oh, der ist ganz schön überaktiv. Du meine Güte, wie furchtbar, der Böse, ich habe begonnen, die Zerstörungsmagie zu wirken. Und dabei ist er noch so hyperaktiv, du kannst direkt zu deiner Burg gehen, aber... Moment, warte mal. Der Wald steht in Flammen. Hat da womit jemand einen Waldbrand gelegt? Was denkst du? Dabei haben wir doch schon genug zu tun. Ich wünschte, die Sache mit dem Waldbrand würde sich irgendwie von alleine erledigen. Aber wir müssen das natürlich nicht einfach ignorieren. Wir müssen beide Brandherde bekämpfen. Oh, der war auch wieder gut. Bekämpfen. Gehen wir sofort rein. Was sagst du? Möchtest du ein paar Kräuter? Ein Fasskopf. Der Wald im Norden ist rot. Was geschieht dort nur? Ja. Wir sind jetzt ein bisschen schneller und leveln jetzt auch. Oh. 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 Ohne den Rüstungspunkt sind wir voll schlecht. So, kaufen wir mal beides gleich und auch den Fasskopf. Wo ist hier? Ah, da. Da ist die Stadt. So, ach, hier ist was zu essen, hier ist eine Statue und hier ist ein komischer Typi, die ein Bogen in der Hand hält anscheinend. Und hier ist ein komischer alter Typ. Ach so. Waldelfe. Irgend so ein böser Bube aus der Höhle im Norden hat den Wald in Brand gesetzt. Der Wald, unser lieber guter Wald. Ich habe versucht, diesen blöden Juden aufzuhalten, aber es ist mir nicht gelungen. Verloren, wir haben verloren.
Bitte, du musst ihn aufhalten. Würdest du das bitte für uns tun? Bitte, auch von mir ein großes Bitte, bitte, bitte. Ach ja, machen wir. Ja, hier können wir doch mal ein schönes Schwert kaufen. Ja, auch tun werden. Oder eine Axt, besser gesagt. Bitte, bitte noch einen kurzen Gegner. Okay, jetzt können wir nämlich die Zeit zurücksetzen. Und was futtern geht leider nicht. Und deswegen werde ich trotzdem alleine jetzt hier in diese dumme Höhle gehen. Kriatschi! Mann, Heuschnupfen nervt echt total. Ich hätte den Wald niederbrennen sollen, bevor die Pollen anfangen durch die Luft zu fliegen. Hä? Wer bist du? Ich bin hier da gerade damit beschäftigt, den Wald abzufangen, weil der diesen ganzen Pollen verbreitet. Ah, du bist also hier, um mich aufzuhalten. Ha, wie lustig. Du glaubst auch nicht wirklich, dass du mich, Honk, besiegen kannst. Doch. Hatschi! Arg, wenn du meine Nase endlich mal aufhören würde zu laufen, würdest du vor Angst davon rennen. Nur damit du es weißt, das Räubertrier vergisst niemals. Das wirst du eines Tages noch bitter bereuen. Das kannst du dir ruhig hinter die Ohren schreiben. Ha, ha, chi. Damit haben wir gewonnen. Danke, dank dir ist der Wald wieder sicher. Wir stehen in deiner Schuld. Lass mich dir zum Dank helfen. Mein Name ist Cecilia. Ich kann dir im Kampf helfen zur Seite stehen. So, damit haben wir Cecilia. Und es hat geleckt. Och, da haben wir deine Errungenschaft freigeschaltet. Nie wieder allein. Hey, hey. So, das haben wir alles gekauft, deswegen werden wir ein bisschen leveln und dann, ach, die ist Bogenschützen, deswegen steht sie auch vor mir. Wir werden einfach leveln und dann die Zeit zurücksetzen. Das ist jetzt mein Plan. Jetzt setzen wir nämlich die Zeit zurück und jetzt gehen wir zum Bösewicht. Wir können auch rennen. So. Diese Gürre hat versagt. An mir verbrennst du die Finger, und zwar alle 10. Ah, wie konntest du mich besiegen? Ah, du bist ein echter Heißsporn. Heiß! Ja, so ist es. Nur mal, wir sind einfach viel zu gut. Hast geschafft. Was war nochmal irgendwas mit Waldschütze? Also haben wir schon mal die erste Sache geschafft. Danke von ganzem Herzen, damit ist unser Wald wieder in Sicherheit. Ich würde dich auch gerne weiterhin begleiten, aber es ist meine Pflicht, den Wald zu beschützen. Aber ich verspreche dir eins, wenn du einmal gegen einen fiesen Bösewicht kämpfst, dann stehe ich dir gerne bei. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, vielleicht sehen wir uns ja ein paar eines Tages wieder. Tschüss! Hey! Danke, dass du den Bösewicht bezwungen hast. Jetzt, da der Bösewicht Geschichte ist, kann ich in Ruhe so viele Bäume pflanzen wie hier. Hier ein kleines Zeichen unserer Bank bereit. Das ist eine Rüstung gemacht aus dem Häuschen des Waldes. Oh, wir kriegen Fass. Oh, jetzt haben wir wohl noch eine Errungenschaft. Fassmania. Pixel, du hast gerade Großes geleistet. Du hast den Bösewicht besiegt und das Feuer erfolgreich bekämpft. Und du hast Eindruck bei deiner hübschen Dame gemacht. Wenn du so weitermachst, wirst du bestimmt die ganze Welt in Windeseile gerettet haben, Pixel. Ja, das werden wir. Und damit rödet wieder mein ganzer PC rum. Yeah. Wir haben Waldschütze auf jeden Fall erhalten. Ich werde jetzt nicht alle Erfolge machen, aber sowas wie gerade eben mit den zwei Wegen werde ich schon machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt zwei Wege vorgeschlagen bekomme, werde ich das machen. Vielleicht werde ich später mich noch ransetzen und alle Erfolge euch zeigen, wie die funktionieren. Aber jetzt erstmal werde ich einfach weitermachen. Und Fixer hat den Wald vor dem sicheren Flammeninferno bewahrt und obendrein auch Bösewicht Yogaf bezogen. Danke für der Bezaubernd. Cecilia steuert Fixer mit einem Grinsen im Gesicht ganz Neuland an. Nächstes Mal behält 30 der Weizbösen. Ach, haben wir ihn gerettet? Mist. Vielleicht sollten wir ihn nochmal nicht retten. Ach, die hat sogar was zu sagen. Könnte es halt sehr gut aus, jetzt nur nicht nachlassen. Wo ist Wien? Nachdem was für einen Helm anträgt, kommt einer von diversen Effekten zu Fragen. Fragen, ja. Als er weit im Flammen stand, habe ich noch einen anderen Weg gesehen, wo er wohl hinführen mag. Aha. Man nennt diesen Ort den Wald des Bösen, sei gut vorbereitet, wenn du dich da hineinwagst. Anscheinend, hier steht Abzweigung nicht komplett. Was bedeutet Hungerkur? Egal, anscheinend müssen wir den Bösewicht besiegen, ohne den Wald gerettet zu haben. Und es ist hier ja anscheinend. Also gehen wir nochmal rein. Also habe ich doch wieder Unrecht, Fassrüstung wird wieder zu flicken. Wir können auch mal gucken, hat 4 Rüstung und ein Gewicht, was sehr gut ist. Irgendwie. So, die hat 4 und ein Gewicht, also wieder Knüppel bloß 1 Schaden besser. Und der Fasskorb hat eine Rüstung, was sehr gut ist, anstatt der Leder, ne? Und dann machen wir später auch wieder aus und gehen wieder rein. Und wir überspringen wieder die ganze Kacke. So, und gehen gleich leveln. Leveln, habe ich gesagt. Danke. Level weiter. So. So, jetzt haben wir das gekauft. Und ja. Jetzt sollten wir nicht so viel Schaden kriegen, genau. Ich werde hier erstmal leveln. Und so, das erstmal so machen. Jetzt werde ich zum Wald gehen. Und hier leveln.
Und ja. Und damit gehe ich hier rein und esse was und setze die Zeit zurück, hole mir das Schwert, was ich nicht kann, oder die Steinart. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass die zurückgesetzt werden, wenn man einmal... So. Danke, 2000, den da Schwachkopf gelegt hat. Sieh her und werde Zeuge wie ein wahres Feuer. Ich habe jetzt überlesen. Anscheinend schaffe ich es nicht mal. Mist. Damit sind wir tot. Soll ich etwa für lausiges Wechselgeld arbeiten? Ich wäre, ist ja schon gut, ich werde lieb sein. Gib mir all dein Geld und deine ganze Ausrüstung, dann werde ich die Zeit noch einmal zurückdrehen. Ich bin einfach zu nett. Bist du einverstanden? Ja. Schön, also gut, dann bekommst du jetzt dein ganzes Geld. Doch ja, und wegen deines akuten Geldmangels steht die Seite im Dorf natürlich nicht mehr still. Dein Ausdruck nehme ich mir dann nachher. Also, so viel dazu. So. Wir müssen jetzt leider ein bisschen leveln. Weil wir CC ja nicht mehr dabei haben. Es ist ein bisschen dumm, weil ich gerade fast verkackt hätte, aber ich habe ja natürlich nicht verkackt. Ist ja klar, ne? Halt! Auszeit! Zeit für die Kollekte! Ich bekomme alles! Weißt du mich für gemein? Hättest du mich so sehr gemein? Musst du eben lernen, dein Geld. Schau, jetzt bis dann. Okay, jetzt haben wir verkackt. So. Jetzt sind wir nackt. Oh. Oh! Ach, stimmt ja. Puh. Ich dachte, die Zeit hält im Dorf an. Mist. Noch einmal versuchen. Also haben wir schon wieder verkackt. Aber wir müssen das nochmal schaffen. Ich bin zu schlecht. Ja, ist mir egal. Was die für einen Kack sagen. Anscheinend muss ich hier höher als Level 7 sein. Kann ich ja nochmal machen. Ich habe bloß seit gegen den Bösewicht sehr viel Zeit verbraucht. Jetzt kann ich hier das machen. Und das kaufen. Und hier ein bisschen Level. Ja, ja. Das wird schön. Das wird sehr schön. Wir leveln, leveln, leveln. So, jetzt können wir hier weglaufen. Und einfach schon mal die Zeit zurückdrehen. Das Schwert können wir ja nicht kaufen. Und deswegen leveln wir jetzt noch mal ein bisschen. Jetzt können wir das Schwert kaufen. Oder die Axt. Und alles kleinhacken, was so im Wald rumläuft. Und das wird auch so gehen, das hoffe ich mal. So, wir leveln hier, leveln. Jetzt sind wir kurz vor dem Level Up. Level 9. Wenn wir wild sind, dann wird das schon. Und jetzt kann ich ja nochmal den Text vorlesen, der da Bösewicht gesagt hat. Jetzt sind wir wild, gut. Es war sehr knapp letzte Mal. Dich hören wir gar nicht erst an, wir haben schon das Schwert, ja. So, jetzt kommen wir wieder rein. Dank des Weitbrotes, den dieser Schwachkopf da gelegt hat, bin ich nun stärker als je zuvor. Sieh her und werde Zeuge, wie mein wahres Feuer brennt. So, haben wir ihn. Wie konntest du mich besiegen? Au, du bist ein echter Halssporn. Heiß! So, da haben wir ihn besiegt. So leicht geht das. Ich bin einfach viel zu früh reingegangen, weil ich dachte, Level 7 wäre, du bist wild, angezeigt worden. Aber war anscheinend nicht. Hey! Danke, dass du den Bösewicht-Bußung hast. Der Wald hat zwar gebrannt, aber wir können dafür sorgen, dass er sich wiederholt. Hier ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist eine Rüstung. Ja, das weiß ich. Wie gesagt, fast Rüstung. Fast Rüstung. Wir halten wie fast Rüstung, die natürlich super schön ist. Wie gesagt, du hast den Bösewicht-Gesicht. Aber wie es aussieht, konntest du den Wald nicht retten. Das ist wirklich schade. Naja, der Wald ist jetzt ein gefährlicher Ort, also nur am besten diesen Weg. Ich erwarte übrigens nicht, dass du ausnahmslos jeden retten Menschen retten kannst. Aber bemühe dich wenigstens, die Leute um dich herum zu retten. In Ordnung, Fixel? Ja, ja, machen wir schon. So, jetzt sagt die komische... Ach, wir haben wieder nicht Hunger-Dings. Wahrscheinlich ohne Kräuter wäre das gewesen. Aber ich habe jetzt Kräuter benutzt, deswegen, ja. Auch wenn Fixel den Wald nicht retten kann, so musste Bösewicht Yogaf dennoch dran glauben. Zerschnitzt reist Fixel weiter um 9 Abenteuer und gegen nächsten Mal bei Held 30 durch die Höhlen durch. Jetzt wird sie sagen wahrscheinlich, ja, du kannst auch den Wald nicht abfackeln lassen. Schon okay. Gewusst wie, nachdem, ja, was für ein Helm man trägt, ist so einer. Und na, wir haben den Wald ja gemieden, aber ich frage mich, wohin uns wohl dieser Weg geführt hat. Es gibt Leute, die diese Gegend wie ihre Westentasche kennen. Denkt dran, diesen Leuten zu. So, ich würde sagen, damit ist Part 3 beendet und dann im nächsten Part werde ich euch auf jeden Fall den Neoklimax-Modus zeigen
oder was auch immer, Neo-Cartoon oder was auch immer, was das war. Ich habe jetzt hier keine Ahnung, weil das heißt hier Super Mega Neo Climax Ultimate Boy, hier Half-Minute Hero. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö.